Tja, das hat gut geklappt. Wir hätten noch schneller sein können. Ich denke mal irgendwie 14 Minuten oder vielleicht noch ein bisschen schneller. Dann hätten wir 100% gehabt. Aber eine sehr schicke Mission. Also für Leute, die nicht so an Autos interessiert sind wie meine Freunde, für die ist das natürlich langweilig. Ich fand es sehr heiß, einfach wegen diesen verdammt geilen Schlitten, die wir endlich mal fahren durften. Bzw. wir durften ja nur den Königsegg fahren. Ich hätte auch den Cheetah fahren dürfen, denke ich mal, aber im Endeffekt war es ja jetzt wurscht. Der war auch verdammt heiß und den Cheetah werden wir auch uns irgendwann noch kaufen. Im Notfall mache ich einfach ein Safe-Game und dann kaufen wir uns den und dann können wir den auch tunen und dann brauchen wir ja nicht speichern, dann hat man das Geld auch nicht ausgegeben. So, ich brauche jetzt erstmal entweder irgendein Auto oder wir schauen mal. 1-4-4. Okay, Michael hat nur eine Mission bei dem Solomon. Deswegen würde ich vermuten, gehen wir erst einmal wieder zu wem anders rüber. Und zwar, auf wen wollen wir wechseln? Franklin oder Trevor? Bei Franklin waren wir natürlich vor kurzem schon. Trevor waren wir wieder länger nicht, also wechseln wir mal auf Titty Trevor. Mal schauen, was der gerade so macht. Ah, der spaziert auf der Straße rum. So, wir stehen mitten auf der Straße und brauchen erst einmal einen fahrbaren Untersatz. Wie wär's mit dir? Magst du uns mal deinen grünen Pickup geben? Dankeschön. So, Gray Nicholson. Nicht löschen, das ist kein Spam. Wer ist denn Gray Nicholson? Molly hat erst einmal... Ah, ich krieg einen Fahndungsschein. Molly hat erst einmal geschrieben, bestätigt ihre Verabredung, genau. Okay, er hat genau die gleiche SMS bekommen, wie auch der gute Michael und der gute Franklin. Also, die brauchen wir nicht. Dann haben wir aber noch E-Mails bekommen. Kann man eben kurz das Radio ausgehen vielleicht? Moment. So, jetzt nicht zu viel. Sirene und Radio und Handy, das ist mir zu viel auf einmal. Jetzt habe ich schon zwei Fahndungsstellen. Lass mich doch einfach kurz in Ruhe meine E-Mails checken, Mann. Also, wir haben... Ich mache dich reich, Mann. Dre Nicholson at iFind. Ja, und dann kommt noch irgend so ein Verrückter, ey. Jetzt reicht's mir langsam mal. Ich biege jetzt hier ab. Tschüss. Lass mich doch alle mal in Ruhe meine E-Mails checken, ganz ehrlich. Und dann habe ich hier auch noch eine Möglichkeit gerade. Aber ich habe gerade keine Lust, ich muss gerade erstmal fliehen. Und dann kann ich auch E-Mails checken. Ich fahre erstmal weg. Hör auf, mir den Stinkefinger zu zeigen. Du hast nur zwei Sterne und trotzdem ist die komplette Scheißpolizei hinter dir und du hast keine Chance, mal irgendwie hier schnell abzuhauen. Direkt wieder so eine mega Verfolgungsjagd. Also die Polizei ist wirklich krass in GTA 5. Ganz ehrlich, ist wirklich krass. Vor allem mit so einem langsamen Auto, da hast du ja keine Chance, hier wegzukommen. Was mich immer gestört hat bei GTA war, dass man nicht fliehen kann, indem man alle tötet. Weil dann kriegst du ja nur noch mehr Sterne, das ist noch aussichtsloser. Du musst ja immer abhauen. Ich habe aber gerade irgendwie keine Chance abzuhauen. Die sind penetrant hinter mir her. So, jetzt sieht es gerade so aus, als könnte ich mal abhauen. Mal schauen, ich fahre einfach Richtung Garage. Und nein, ich fahre nicht Richtung Garage, denn da sind Cops. Und dann fahre ich halt Richtung D wie Devin. So, wir sind entkommen. Also, mit ihm haben wir ja jetzt noch Folgendes. Wir haben da unten diese Randale-Sache. Da haben wir dann einen Auftrag bei Devin. Da haben wir ein Fragezeichen. Dann oben haben wir Cletus und wir haben noch ein Fragezeichen da. Man könnte natürlich jetzt einfach mal diese Randale da. Ich will wissen, was das ist. Ich glaube, wir fahren da einfach mal hin, auch wenn wir jetzt gerade hier bei Devin schon sind. Ich möchte einfach wirklich mal wissen, was genau das ist und was man da machen kann. Weil das sieht so anders aus als die ganzen anderen Missionen, die wir bis jetzt so kennengelernt haben. Da ist so ein Totenkopf, also...
interessiert mich das schon sehr, was das denn genau ist. Und schreibt, ach Gott. Aha. Also, Chefkoch schreibt, Boss, ich weiß, wir kochen nichts, aber weil ich geholfen habe, als die Aztekas das Labor angegriffen haben, habe ich gehofft, du denkst vielleicht an mich, wenn du bei einem Job mal ein paar extra Muskeln brauchst. Chefkoch, okay, er steht uns jetzt als Crewmitglied zur Verfügung, so jetzt kann ich auch mal in Ruhe die E-Mails checken. Gray Nicholson hat geschrieben, nicht löschen, das ist kein Spam. Erinnerst du dich noch an den Typen, dem du das Fahrrad gestern zurückgeholt hast? Tja, das bin ich und ich bin steinreich. Kennst du Animal Ark, den Biotierladen? Ich habe die Firma vor 3 Jahren gegründet, als ich 17 war und jetzt gehören mir 8 Häuser oder so. Biotierfutter hat sich als total krisensicher erwiesen, aber es ging mir nie um das Geld. Selbst als ich die Firma an der Börse verkauft habe. Und es hat mich auch überhaupt nicht verändert. Ich gehöre zu einer neuen Generation von Millionären. Ich halte nichts von Zynismus oder harter Arbeit. Geld ist bedeutungslos, wenn man geistig leer ist. Verstehst du, was ich meine? Als du mir geholfen hast, hast du nicht den Erfolg den reichen Geschäftsmann in mir gesehen. Du hast nur einen jungen Typen gesehen, dem sein Rad geklaut wurde. Und das ist der Hammer. Alter, also pass auf, ich überschreibe dir Animal Ark Aktien im Wert von $100.000. So habe ich was in dich investiert und du was in mich. Klingt das cool? Gray Nicholson. Ja, danke schön. Wir haben $100.000 gemacht in Aktien. Schauen wir gleich mal, ob die sich noch irgendwie wert steigern. Dann hat uns Ammonation Werbe-E-Mails geschickt. Dann Race-Organisators, Seerennen, das ist auch unwichtig. Dann eine Werbe-E-Mail von Legendary Motorsports. Nochmal Ammonation. Haben wir noch irgendwas Interessantes oder ist das alles nur Werbung? Das war alles nur Werbung. Okay, dann fahren wir weiter zu der Randale. Achso, wir können ja mal ganz kurz schauen mit den Aktien da von Animal Ark. Vor allem bei ihm kann ich das am ehesten gebrauchen, weil er hat echt Probleme. Ja gut, 102.000. Sollen wir die denn jetzt einfach verkaufen? Ich glaube nicht, dass die so vom Wert her noch... Wir können mal ein bisschen abwarten, vielleicht steigern die sich nochmal ein bisschen und ansonsten... Dann verkaufen wir die demnächst mal. Animal Ark. $100.000 ist doch nett, mal geschenkt zu kriegen. Würde ich auch gerne mal geschenkt kriegen. Wir bieten jetzt Schlagstöcke in allen Ammonation-Läden an. Das finde ich super. Finde ich sehr nett von euch. Danke. Also wir werden auf jeden Fall, wenn wir irgendwann mit dem Let's Play fertig sind und wirklich nichts mehr zu tun haben, werden wir einfach mal... Fenster und Felgen sind eingetroffen. Verschwind. Oh, ich hoffe, dass wir jetzt diese Carbonfelgen nehmen können und vor allem auch die ganz dunklen Scheiben. Das wäre der Hammer. Also Autos tunen wird noch ein großer Spaß werden. Ich glaube, wenn wir mal komplett durch sind mit allem, was wir so machen wollen und müssen, werden wir einfach mal... Ja gut, hier fährt gerade ein Zug und da ist gerade irgendwie die Lok noch aus dem Nichts gespawnt. Werden wir auf jeden Fall mal jeden Wagen, den wir so treffen, wo wir Lust drauf haben, tunen. Seien es irgendwelche Jeeps, seien es irgendwelche komischen dicken Autos, sei es sowas hier. Da werde ich Spaß dran haben, alles mal zu tunen. Aber erstmal haben wir jetzt hier Randale. Mal schauen, was das ist. Ist das das, was wir schon mal hatten? Einfach wild töten, oder? So, look at who he is. Hey, ese, ¿qué onda? You say amigo? Where you from, Pato? It's none of your business, huh? Okay? Hey, it's a slight accent. Huh? Fuck you. Hey, so I grew up in Canada, huh? What's a big fucking deal? You fucking racist! And before you fucking ask, chill, Holmes, chill. No, I'm not a motherfucker. Randale, neutralisiere 30 Gangmitglieder. Okay, er rastet natürlich wieder aus. Okay, kennen wir ja schon. Trevor ist jemand, der rastet gerne aus. Dass der gerne mal übertreibt, das wissen wir. Okay, ich verstecke mich mal ein bisschen hier hinten. Weißt du, er quatscht irgendwelche Typen, quatschen ihn darauf an, wo er herkommt, weil er leicht einen kanadischen Akzent hat und er rastet komplett aus. Na gut, das unterstreicht ja wieder unser Bild von Trevor als Psycho. You make fun of my accent! Und er killt 30 Leute. Oder mehr als 30 Leute. Weil sie sich über seinen Akzent lustig machen. Das ist mal eine Reaktion. Das ist mal typisch Trevor. Vamos, cabrons!
Okay, wo sind noch mehr? Gib mir noch mehr. Ich verlasse mich komplett auf das automatische Zielen, weil das im Endeffekt eh immer am besten funktioniert. Geschafft! Randale, erledige 45 Gegner habe ich nicht geschafft. Und 6 mit Kopfschüssen. Oh, warum habe ich denn keine 6 Kopfschüsse gemacht? Egal. Das war jedenfalls wieder so eine Randale. Da war sowas hatten wir ja schon mal. Randale heißt also, Trevor rastet komplett aus. Okay, schön. Haben wir das auch mal gemacht. So, oh, da ist noch jemand rot. Ist das ein Gangmitglied oder was? Was wolltest du mir sagen? Nix? Ach so, das ist ja schade. Gut, haben wir wieder was geschafft, ne? Haben wir wieder mal eine kleine Randale angezettelt. Dann können wir jetzt eigentlich mit Trevor Richtung... entweder Richtung Javin fahren oder Richtung... Aber die Fragezeichen sind ja weit draußen, ne? Oder ist eines... Ne, eins war hier in den Bergen und eins war weit draußen. Ah, da haben wir noch eine Randale. Ach so, da gibt's also noch mehr von. Jetzt haben wir aber ja gerade eine gemacht. Dann fahren wir jetzt mal zu Devin. Weil Randale haben wir ja jetzt gerade gemacht. Das wäre jetzt etwas öde, direkt die nächste zu machen. So, da sind wir auch schon. Mal schauen, was der für uns hat. Wahrscheinlich kann man mit jedem diese Missionen annehmen, oder? Die sind ja eh immer für alle. Die sind ja jetzt für, die ist ja jetzt für Trevor und Franklin. Also mal schauen. Begib dich zum Empfang der Polizeiwache. Ach ja, genau. Wir sollen ja einen Helikopter nehmen. Ne? Stimmt. Devin Weston sent me. Oh, right. The helipad is on the roof. Ernsthaft? Devin schickt uns und wir können einfach so in die Polizeistation laufen als Trevor? Und hier frei rumlaufen und dann auch noch den Heli mitnehmen? Oh, was habe ich denn jetzt aufgehoben? Schutzweste, glaube ich. Pissed off the wrong cop, maggot. No, you got the wrong guy, man. Ah, hier geht's hoch? Okay. Nur autorisiertes Personal, ja klar. Sind wir doch. Oder nicht? Auf dem Dach. Ich verstehe noch nicht so ganz diese Punkte, weil manchmal zeigt er mir nach oben an und manchmal... Oder blinkt der? Der blinkt der, ne? Also noch weiter nach oben. Okay, noch eine Treppe und noch eine Treppe. Roof Access. Okay, da sind wir. Ah, guck mal. Wie mitfliegen? Nee, ich will alleine fliegen. Du sollst nicht mit. Ja, egal, komm. Ride along? Sure. Let's go. Boot up the scanner thing. It can pick up those new ID cards, right? When it's on, just fly where I point. Okay, booting up. Okay, eher um die Kamera auszurichten. Afraid so, like chattel, huh? Now we got that clear. You need.
need to know we're looking for a high-value automobile. Once we find it, my guy on the ground will jack it, and we're gravy. Who we got over by the oil derricks? My man! I'll give him a scan. Okay, der wird gescannt. Franklin Clinton. Public. Erregung öffentlichen Ärgernisses. What's the deal, Franklin? Damn, fuck that. I got a high ass, homie. One time I'll pick a brother up for any old shit. You want me to take it out on the LSPD representative sitting beside me? Man, just get to Howard. Dude, we looking for us down that way. I'll follow in the car. Howard, you heard the man. Wherever you want to go. Da hinten bitte. Scanne die Zielpersonen in Herwig. Okay, wir müssen jetzt eh warten, bis er da hinfliegt. So, wird er mal gescannt, bitte? Nelson Strauser, Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Nee, der ist es nicht. Dann weiter. Katie, Steuerhinterziehung. Herumlungern in krimineller Absicht. Larry Loden, Steuerhinterziehung. Aber die, guck mal, was die da machen, der schmeißt ihn doch vom Dach. Also wenn die Polizei wirklich solche Überwachungssoftware hat, dann mache ich mir, habe ich Angst. Wahrscheinlich sogar noch viel schlimmere. Giulio Fabrizio, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Melissa... Irgendwas herumlungern in krimineller Absicht. Dann weiter. Wen haben wir noch? Da haben wir noch einen. Zeus, fahren unter Alkoholeinfluss. Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Chad Mulligan, da ist er. Verfolge Chad Mulligan, um herauszufinden, wo er sein Auto geparkt hat. Wo denn? Da! Da ist er wieder. Okay, I see the chop. I ain't far away. Ja, der kommt doch gleich da raus, oder? Da ist er. Da, 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 da! Ah. Oh shit! Shit! Oh fuck! Ja, was machst du, Franklin? Rein da! Behalte den Z-Type im Blickwinkel der Kamera, um Anweisungen an Franklin weiterzugeben. Hey, look, stay on me, man, and let me
way in. Suspect sighted going south on Dutch Drive. Suspect going west down alley toward El Rancho. Z-Type fährt er also, okay. Car going north on El Rancho. Woo, woo, woo. All units be advised, we have a possible joyrider heading west on Howick in a black Z-Type. Hey man, you getting other cops on this shit? Nah, homie. I'd appreciate the authenticity. Oh, okay. Well, I fucking don't. Well, this is Chopper Unit 3. Reports are greatly exaggerated. Over. Your boy Chad very nearly totaled the score. Oh, Chad, that was close. Okay, yeah, go, Franklin, go. Wird doch mal Zeit. Die Kamera kommt nicht so schnell hinterher. Da, er fährt in ein Parkhaus. Okay, der Helikopter sinkt ein wenig. Dann schauen wir doch mal, wo er ist. Wärmesichtmodus. Ist er das? Roger, we have visual. Hey, take a look around. Is there another heat source? We got a guy standing over by a row of cars, middle of the floor. Well, let's see what the fuck you doing. Hey, that ain't. Damn. You're the reason this place stinks. Stank ass motherfucker. Was ist mit dem da? Der steht da so. Vorgegeben, entspannt. Und was mit dem da? Okay, jetzt sind wir hier. Steig in den Z-Type. It's yours. Suspect down. Fine work, ground unit. Truffhead Z-Type. Also ein Bugatti. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Liefer das Auto in gutem Zustand am Flughafen ab. Also, das ist der Z-Type, ein Bugatti. Und ich glaube, eines der teuersten Autos, die man kaufen kann. Wäre jetzt nicht so mein Geschmack, finde ich nicht so schön.
Aber gut, wenn man drauf steht. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. Todd, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael.